Hallo Sabine. Hoi Anton. Hallo. Super, dass du mich mitnehmen kannst. Ja, ich bin jetzt im Stress und ich sollte auf Dresden zur Stabstelle EWR. Keine Sache, ich bin gerne als Kurier unterwegs. Ist es so? Gut, es läuft viel. Ja, glaube ich. Es geht rund, aber es gefällt mir auch, wenn so viel los ist. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht zu viel Stau haben, zu viel Verkehr. Aber ich denke, es sollte schon gehen. Du bist viel mit dem Auto auf Weg im Liechtenstein. Ja, eigentlich nur. Muss ich sagen, ich bin ja im Schellenberg gross geworden und dort geht es fast nicht ohne Auto. Ja, hast du ein E-Auto, oder? Nein, ich habe kein klassisch unterwegs, Benziner. Ich hätte eigentlich gerne ein Elektroauto, ja. Aber ich bin sehr standhaft mit dem alten Auto. Das haben wir schon über 10 Jahre. Okay. Aber glaubst du, dass... Ungefähr. Oh, gerade, ja. Glaubst du, dass die Zukunft mehr in den E-Autos liegt? Oder wo tendierst du? Definitiv. Ich glaube schon, dass das Elektroauto eine Zukunft hat. Und ich meine, es ist eine nachhaltige Form von der Fortbewegung, also auf jeden Fall. Ja. Und du bist ja auch in Brüssel gewesen, oder? Und dort ist wahrscheinlich jetzt nicht so viele Autos auf der Straße. Nein, noch nicht. Also Brüssel ist vom Verkehr her wirklich Katastrophe. Ich stand ja fast jeden Tag eine Stunde im Stau. Und dort sieht man, ja gut, also die Zukunft kann nicht im Individualverkehr liegen. Ja. Und es ist ein unglaublicher Smog auf der Straße. Also ich hoffe, dass wir im Liechtenstein nie in diese Richtung gehen. Wie wollen wir es denn auslösen, wenn wir es nicht mit Individualverkehr? Ja, also man muss sicher auf einen öffentlichen Verkehr setzen und schauen, dass die Leute dort dazu bewegt haben, eben vermehrt auf einen öffentlichen Verkehr umzusteigen. Und dort machen wir das einfach so attraktiv wie möglich gestalten. Ja. Ja, und sonst bist du jetzt aber viel im Liechtenstein für die Wahlen und alles. Ja, jetzt bin ich natürlich öfters da. Meine Familie ist nach wie vor in Brüssel. Also okay. Mein Mann und meine zwei Buben. Aber es ist jetzt klar, für einen Wahlkampf bin ich vor Ort da im Land. Ich hatte zuerst eigentlich die Vorstellung, dass ich hin und her reise. Aber jetzt wegen Corona ist das um einiges schwieriger. Ja, das glaube ich. Und darum sieht es so danach aus, dass ich jetzt wahrscheinlich etwas länger hier im Land bin. Ja. Das ist eigentlich auch schön, oder nicht? So, also, ja, natürlich ist es schön. Ja. Yes, yes. Aber ich bin natürlich auch Mama. Und, sind Sie denn? 7 und 11. Und, okay. Es ist klar, ich vermisse mich natürlich, wenn ich nicht daheim bin. Ja. Aber sie wissen, was ich hier tue, was ich hier vor mir habe. Und beide sind eigentlich Feuer und Flamme, dass, wenn es klappt, wir auch wieder ins Liechtenstein zurückziehen können. Und darum, ja. Sind Sie auch dafür? Was machst du zum Kleahako? Oh, zum Ahako, ja. Also, zum einen mache ich Yoga. Ah, okay. Das ist ja so jetzt das, was alle so sagen. So westliches Yoga, so im Terminkalender eintragen, so den und den habe ich Yoga. So ein bisschen ungefähr. Ja, so ungefähr. So man stopft sich noch in vollen Terminkalender rein. Nein, ich finde, es ist wirklich, also nicht nur, dass man irgendwie den Geist frei kriegt, sondern es ist auch super, einfach, wenn man körperlich flexibel bleiben will. Und darum ist es eigentlich wirklich eine gute Sache. Und sonst ist für mich Lesen sehr entspannend. Okay, das letzte Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist «Tage mit Felice». Ah, das sagt mir sogar was. Ja. Es ist ein Tessiner Schriftsteller. Schon wieder, ich glaube, Andina. I don't know. ist egal, aber auf alle Fälle, es hat mich sehr berührt. Es ist ein sehr stilles Buch. Es läuft eigentlich gerne. Es geht um einen alten Mann, wo man verfolgt im Alltag. Und eben, es passiert nicht viel, aber es zeigt einfach so, das Wesentliche vom Leben liegt eigentlich in der Einfachheit. Es ist ein Dorfleben, er trifft sich mit den Leuten. Und, das habe ich sehr schön gefunden und sehr entspannend. Ah, okay. In dem Fall hast du durchaus einen sehr bist empfänglich für die einfachen Sachen im Leben. Vielleicht also so ja. Ich glaube, das Glück liegt in der Einfachheit. Aber natürlich, ihre Politik geht auch mit. Also du musst ja wissen, du bist
bist da im EU-Apparat sehr nah dran und alles. Da geht es ja nicht immer nur einfach so. Nein, natürlich. Streng. Es ist natürlich, ja, vor allem in den heutigen Zeiten, die ja schwierig und turbulent sind, ja. Ja, geht es natürlich anders zu und her. Und ich hoffe, dass wir jetzt vor allem ja auch in Europa die Weichen für, also richtig stellen für die Zukunft, weil es legen wirklich grosse Herausforderungen für uns im Klimawandel, Digitalisierung, aber auch, ja, das ganze internationale Umfeld ist extrem instabil und das, ja, betrifft uns auch hier im Land. Ich glaube, ich bin daran vorbeigefahren. Oh ja, mein Gott. Jetzt musst du noch weiter um viele herumkreiseln. Genau, dann wieder zurück. Aber konkret, also bist du dafür, dass Liechtenstein europäischer wird oder in die EU eintritt? Oder? Wir sind schon sehr europäisch. Ich meine, mit dem EWR haben wir natürlich eine extrem enge Zusammenarbeit mit der EU. Aber ich sage immer, ich bin ein überzeugter Europäer, weil ich einfach glaube, heutzutage, man kann einfach nicht alleinig erfolgreich sein. Aber mit dem EWR haben wir eine super Lösung für unser Land gefunden und ich bin nicht der Meinung, dass Liechtenstein der EU beitreten sollte. Wir sind okay. Gut gefahren mit unserem eigenen Weg und das ist der EWR und das passt für uns und da, ja, der gibt uns sehr viel Vorteil für unsere Wirtschaft und auch für unsere Leute. Okay, das ist eigentlich recht klar in dem Fall, ja. Denn jetzt sind wir eh schon da. Ja, genau. So, kurz als Schlussfrage noch. Warum soll ich dich wählen? So, also als, ja, ja, ich bin die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich so salopp sagen. Nein, aber Spass beiseite. Ich bringe einfach sehr viel Erfahrung mit für das Amt, einfach aufgrund von meiner Tätigkeit. Ich habe das Land von innen lang gesehen, aber auch von außen. Und ja, ich habe einfach, ja, den Elan, den Mut, und, ja, sich der Aufgabe zu stellen. Und, darum würde ich mich freuen, wenn es klappen würde. Okay. Ja, dann eigentlich super. Jetzt sind wir regelt. Ja. Super, vielen Dank, Anton. Mach's und wir sehen uns. Auf jeden Fall. Bis bald. Schönen Tag. Ciao. Ciao. Ciao, Sabine.